nein, den Schaf haben wir verloren. Wir müssten jetzt rein theoretisch noch nach da gehen und dann kommen wir perfekt raus. Wo ist denn jetzt das Schaf, was hier reingefallen ist? Entschuldigung, aber du musst sterben. Und dann hier noch verlegen und alles, das kommt dann noch. Sind wir jetzt hier perfekt sozusagen raus, ja? Ja, gut. So, das werden wir jetzt hier alles erstmal verlegen tun. Das ganze Redstone, das ganze Gesocks. Da brauchen wir dann definitiv noch einen Repeater. So. Sollte eigentlich. Jo. Da sollten wir einen Repeater reinbauen. So, weiter geht's. Da kann auch ein Repeater rein. So, da kommt jetzt auch ein Repeater rein. So, jetzt noch ein paar. Irgendwo ein Crafting Table. Wir müssten irgendwo genug rumstehen. Naja, so viele Repeater brauchen wir gar nicht. Nee. Stone? Drei? Reichen drei? Haben wir noch normalen Stone? Nee. Gut, dann können wir noch einen machen. Müssen einfach hoffen, dass das ganze Ding reicht. Mann, die Tierchen nerven allerdings. Okay, hier über Eck. Ist das vielleicht nicht so ratsam? So, jetzt gucken wir uns das mal an, ob das geklappt hat soweit. Hier sieht es ganz gut aus eigentlich. Ja. Soweit ich das sehe, sind alle oben. Das heißt, das ist auf jeden Fall schon mal perfekt. So, hier durchrennen. Ja gut, das ist, hier, das ist jetzt hier alles ein bisschen doller ausgehöhlt, aber das ist ja nicht das Problem. So, jetzt könnte man rein theoretisch hier mal so ein kleines Gebäude errichten. Es läuft runter. Jetzt setzen wir da wieder die eine Redstone-Fackel. Da. So. So, und jetzt haben wir gleich hier ein schönes Häuschen. Kleines Kontrollhäuschen. Was man rein theoretisch auch noch hören machen könnte, einfach mal. Einfach so aus Spaß, so ein kleines Häuschen. Dann passt das, dann sieht das nicht ganz schlecht aus. Wohl. Reicht das nicht sogar, wenn man jetzt... Nee, 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 wir müssen das schon. Wir können natürlich das auch so machen. Dann müssen wir da den Schalter anbringen, das ist auch scheiße. Nee, nee. Dann machen wir das einfach so. Und... Nee, müssen das doch noch ein weitermachen. Nein. Was denn hier am besten bauen, wenn man hier echt so kleine Fensterscheiben reinhauen? Ich gehe, denke ich, einfach mal ein paar. Man könnte natürlich dann auch hier irgendwo eine Tür reinzimmern.
Da kann man dann auch immer dahin hingehen. Gut, das ist jetzt nicht symmetrisch, das heißt, man muss das Ganze auch noch um einen nach da versetzen. Weil da wieder Symmetrie reinkommt. Und das geht wieder nicht. So, jetzt gehe ich einfach mal ein bisschen Material holen und ein bisschen was weglegen. Wir bräuchten natürlich auch noch einen Schalter, so einen Hebel. Ich muss mal eben gucken, wie der geht. Obwohl, ich habe mich gerade nochmal umentschieden. Ich habe jetzt doch hier keinen Bock, noch ein Haus hinzubauen. Wir wollen einfach nur eine Schalterwand hin. Ne, das kann dann sogar so bleiben. Brauchen wir jetzt hier nicht so viel Holz. Das sieht doch irgendwie ein bisschen scheiße aus jetzt hier neben dem Bauernhof. Können wir vielleicht alle später in einem Häuschen verkleinern. Jetzt brauchen wir hier erstmal nur eine Schalterwand hin. Mit dem Wasserlauf müssen wir auch nochmal testen. So. Ein kleines süßes Häuschen. Das ist dann einfach so mal hier ein Ding, was einfach so in der Landschaft steht. So ein Schalter. Wir haben keine Stickies mehr, weil die alle aufgebraucht. Haben wir auch kein Holz mehr. So, ich gehe mir jetzt mal eben. Das mal eben so machen. Die Hoe brauchen wir auch gleich. Eben kurz hier einen Baum wegkacken. Ja, das mit dem Schalterhäuschen auch noch machen, das müssen wir irgendwann nochmal anders gucken. Jetzt habe ich gerade keine Lust mehr, das zu überlegen. So, so, so. Machen wir 10 Levers. So, die brauchen wir hier gleich. Was hier? Passt. Passt, wackelt unter der Luft. Perfekt, würde ich sagen. Jetzt wollen wir den Wasserlauf testen, wenn da jetzt so ein Lever reinfällt. Wo geht der hin? Der müsste ja, wenn man das mal... Nee, da muss noch irgendwie ein anderer Wasserlauf gemacht werden. Dann müsste rein theoretisch hier nochmal alles um einen verlängert werden, dass sie dann nur runterfallen. So, mache ich das Ding wieder. So. Man sieht es. Ich brauche da, obwohl wir müssen das jetzt mit dem Wasserlauf machen. Oder machen wir das später mit dem Wasserlauf nochmal testen. So. Jetzt mal eben auch noch mal gucken, ob die überhaupt befruchtet werden. Werden die überhaupt befruchtet? Ja, werden sie. Perfekt. Befruchte die jetzt? Naja, aber es sind bis jetzt nur... Wir sind jetzt hier schon mal bepflanzen relativ schnell. Und die nicht da zu viele wieder weggehen. Die Frage ist ja noch, ob wir vielleicht nicht doch noch in der Mitte irgendwie so einen unterirdischen Wasserstrahl installieren sollten. Das ist die Frage. Aber das Beste war heute in der Schule, ich habe tanzen gelernt. Oder ich musste tanzen lernen, ich wollte es nie... Da wäre jetzt für einen Abschlussball und so, meine Lehrerin heute letzte Stunde, dann lass doch mal hier Abschlussball so tanzen üben.
Hab ich mir gedacht, super. Super Idee. Super Idee. Ja. So ungefähr war dann auch meine Stimmung, aber gut. Irgendwann konnte ich mich dann auch nicht mehr wehren. Und da musste ich halt tanzen lernen. Gut, jetzt kann ich ein bisschen was. Also viel kann ich halt auch noch nicht, weil es nur eine Stunde war. Naja, gut. So ist das halt manchmal in der Schule. Da muss man was lernen, was man gar nicht will. Eigentlich ist das so ja immer in der Schule. Aber gut, lassen wir dieses Thema einfach mal. Oh, hier ist... was runter. Hier hatten wir wohl rausgegraben uns einmal. So. Wow. Okay. Ne, das muss sogar so, glaube ich. So. Den Lever können wir mal mitnehmen wieder. Jetzt machen wir eben einen Eimer. Ja, alles gleich noch wieder verschönert, aber ich sehe das schon, da werden die außen werden in der Mitte oder da werden halt nicht befruchtet. Ah ne, daraus können wir nehmen. Ja gut, jetzt kann der Leon ein bisschen tanzen. Hab ich mir auch gedacht, super. So. Ah, wie ist das? Wie machen wir das jetzt? Da müssen wir wohl erstmal dahin schwimmen. Ja. So. Oder? Ah, ne. Aber da muss man das dann wohl so machen. Außer man macht das so. Und so. Und so. Und so. Dann kann man auch... nicht so machen. Aber man könnte so machen. Wenn man das Wasser nicht sieht. Und es sollte halt trotzdem alles befruchtet werden. Oh ja. Oh ja. Manchmal muss man in Minecraft dann immer noch rumtüfteln. Aber dann sollte das vielleicht auch mit dem Wasserlauf passen. Okay, was ist das hier? Hier ist ein Loch. Jetzt ist da kein Loch mehr. Jetzt haben wir natürlich das rumgegraben und ich habe auch ganz schön Löcher reingehauen. Aber sonst habe ich jetzt im Feld eigentlich hier noch keins gesehen. Das heißt, das sollte soweit passen. So, oh nein, das sollte so nicht. Nein! So, dafür nehme ich jetzt mal hier die Diamantschaufel. Mann. Der See hier unter, der nervt. Aber sowas von dicke, dass der nervt. So. Jetzt soll das Wasser hier normal laufen. Ja, jetzt muss ja so offen bleiben. Gut. Jetzt sollten hier auch alle Felder befruchtet sein. Ja, bis auf das da. Das hat es noch nicht ganz geschafft. Und dann sollte das Weiz jetzt vor sich her wachsen. Vor sich hin wachsen. Und dann kann man jetzt hier dann ein... Ja, Leute, tut mir leid, ich habe gerade ein bisschen was verpasst. Nein, nicht wirklich viel. Ich habe nur dieses Seeds genommen, ich habe was einsortiert. Ich bin gerade dabei, mir ein Chicken zu braten. Ich war im Bett und habe ein paar Zäune erstellt, ein paar Zäune mitgenommen. Ich war die ganze Zeit eigentlich nur rumgelaufen und habe Seeds gesammelt. Von daher, ja, verzeiht es mir. Das Problem war, Fraps meinte nö. Und ich habe aus Versehen, ich weiß nicht, ob das noch mit drauf war, den Schalter aktiviert und dann war, ja, ist alles sozusagen dahin gegangen. Ich werde euch das gleich nochmal zeigen, was passiert ist. Ich weiß nicht, ob das noch in der Aufnahme drin war. Ich glaube nicht.
Von daher muss ich euch das, glaube ich, zeigen, sonst bin ich einfach nur.